Leute und willkommen zur schon vor langer Zeit angekündigten, aber bisher noch nicht durchgeführten Videoserie Meine Hardware. Ja, ich habe sie am 25.02.2013 angekündigt, dass ich sie im nächsten Jahr machen will. Und da wir in 2 Tagen schon den 25.02.2014 haben, will ich das jetzt schnell machen, bevor ich, bevor die Zeit um ist. Ich wusste nur nie, wie ich anfangen soll. Ich hoffe, ich werde das hinkriegen. Wenn nicht, tut's mir leid. Was werde ich in der Videoserie Meine Hardware machen? Ganz simpel und einfach, ich werde euch sagen, was ich in meinem PC habe, meine eigene Meinung dazu kurz sagen und euch ein paar Fakten darüber vorlesen. So, und wo könnte man damit am besten anfangen? Genau, mit dem Mainboard. Da habe ich das ASRock 970 Extreme 4. Dieses ist für den AM3 Plus Sockel, also unter anderem den AMD FX 8350, hat Platz für 4 DDR3 Modelle, die auch im Dual Channel mit bis zu 1866 MHz Speichertakt laufen können. Des Weiteren besitzt es 3 PCI Express 16-fach Slots, also man kann bis zu 3 Grafikkarten rein übersetzen. Hat 4 USB 2.0, 1 eSATA und 2 USB 3.0 Anschlüsse. Dann hat es den Onboard Soundchip Realtek ALC 892, der bis zu 7.1 unterstützt. Des Weiteren unterstützt es AMD Quad GPU Crossfire, AMD 3-Ray Crossfire, AMD Crossfire und Nvidia SLI. Hat 5 Anschlüsse für SATA 3 Festplatten und kann im 0, 1, 5, 10er und JBOD RAID betrieben werden. Ja, meine Meinung zu dem Mainboard ist, also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, außer, dass man, ich zumindest, ich weiß nicht, ob es bei neueren Mainboards immer noch so ist, musste ich ein BIOS-Update erst ziehen. Also musste ich nicht, aber mein AMD FX 8350 lief darauf nicht gerade ganz so stabil. Besonders beim Rendern ist der PC ab und zu da abgestürzt. Mit dem BIOS-Update wurde das dann aber behoben. Also, Kaufempfehlung. Ja, von mir aus. Kostet, momentan ist das billigste, 70,93 €. Alle Fakten und Preise sind von Idealo. Und ja, könnt ihr euch ruhig kaufen. Also würde ich, es kostet nicht so viel, hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also falls ihr ein AM3 Plus, eine AM3 Plus CPU habt, könnt ihr euch ruhig zuschlagen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Feedback bitte in die Kommentare. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.